Das sind sie, die beiden Neuen, auf die sich die Fans der 46ers freuen können. Suleiman Breimo links und Ethan Reggae rechts. Der Trainer freut sich ebenfalls auf beide, die sehr unterschiedlich sind. Ja, mit Ethan Ruggie haben wir einen ausgemachten Dreier-Spezialisten. Wird selten vorkommen, dass er von innerhalb der Drei-Punkte-Linie abschließt. Da muss schon viel zusammenkommen, zum Beispiel in Geburtstag und Weihnachten auf einmal. Also er schießt von außen und das kann er besonders gut. Der andere eher eine Allzweckwaffe. Und Suleiman ist so ein undersized Big Man, würden wir sagen. Also ein bisschen zu klein für einen Großen, aber extrem beweglich, kann alles so ein bisschen. Und da geht es so ein bisschen hin. Der Basketball verändert sich ja so ein bisschen weg von diesen starren Positionen. Spieler, die ein bisschen mehr können als nur eine Position, da ist er einer von. Und die beiden machen uns recht flexibel im Angriff. Und auch das Zusammenspiel mit den Neuen klappt schon erstaunlich gut. Breimo mit 19 Punkten bester Scorer. Bereits jetzt profitiert Gießen davon, dass sie den größten Teil des Kaders aus der Aufstiegsmannschaft zusammenhalten konnten. Auch wenn das etwas den Umständen geschuldet ist. Das Budget ist klein, das heißt, gibt es Chancen, da Spieler zu bekommen, die deutlich besser sind und die uns deutlich besser machen? Oder wären die wir dann nehmen, auch nicht besser? Und dann nutzen wir natürlich die Tatsache, dass wir letztes Jahr auch über den Team Spirit diese Meisterschaft gewonnen haben. Und die Jungs haben sich gefreut, sich wiederzusehen nach einem langen Sommer. Das ist auch unüblich im Profisport, dass da plötzlich dieselben Jungs wieder da sind. Und scheinbar haben wir mit den Neuzugängen eben Jungs, die dazu passen und die sich da anstecken lassen. Insofern ist das, glaube ich, der richtige Weg. Immerhin ist das Team letztes Jahr Meister der zweiten Liga gewesen. Und auch jetzt sind nicht nur die Neuen gut drauf. Auch das restliche Team zeigt sich punktehungrig. Eric Palm mit 17 Punkten. TJ DiLeo ebenfalls wie Breimo mit 19 Zählern. Der Kapitän ist zufrieden mit der Kaderplanung für die kommende Saison. Der Pluspunkt ist, wir haben viele Spieler wieder zusammen und die Chemie, der Teamgeist der letzten Saison ist direkt wieder da. Wir müssen nur ein paar neue Puzzleteile einsetzen. Der Mix ist wirklich gut und ich hoffe, wir schaffen es von dort, wo wir letztes Jahr waren, noch einen Schritt weiterzukommen und gleich guten Basketball zu spielen. Beim Turnier in Koblenz hat der Aufsteiger aus Gießen die BBL-Teams aus Hagen und Bayreuth schlagen können. Zwei Spiele in zwei Tagen sind allerdings auch hart. Ja klar ist es hart, aber wie sagt der Trainer immer, die Vorbereitung muss hart sein. Aber bis die Saison startet, werden die Beine wieder frischer. Zwei Siege gegen Bundesligisten, das lässt die Fans in Gießen hoffen. Und Trainer Dennis Wucherer würde in der kommenden Saison gerne noch öfters Glückwünsche entgegennehmen.